Jo, willkommen zurück zu Siege of Avalon. Letztes Mal haben wir mit Freeman geredet, mit Lucian geredet. Der Stahl ist knapp und ebenso im Südtor kommen irgendwelche kratzende Geräusche vom Keller. Vielleicht Riesenkäfer, wer weiß. Und wir waren beim Offiziers. Also, wir haben jetzt eine Waffe bekommen, weil wir ja dieses Offizierspatent jetzt abgegeben haben, oder? Jo. Jetzt reden wir nochmal mit Laren. Ich weiß, dass er eine Quest hat. Aber das Gespräch dauert voll lange, deswegen wollte ich jetzt mal ein Part aufheben. So, aber erstmal mal kurz die Zeit einstellen. Ich glaube, den rede ich normal. Wenn da zu viel Text wird, dann überfliege ich das und sage euch, was passiert. Ihr könnt es ja selber durchlesen, wenn ihr wollt. Ich möchte im Augenblick weder mit euch, sonst noch mit jemand sprechen. Ich verkaufe nichts und ich kaufe auch nichts. Lasst mich einfach in Frieden. Natürlich. Entschuldigung. Was? Okay. Dann gehen wir halt zur zweiten Person, und zwar zu Dida. Mit Pelandrian. Geht weg, lass mich in Frieden, aber ich wollte nicht stören. Na, die ist wenigstens netter. Entschuldigung. In letzter Zeit bin ich etwas kurz angeboten. Dennoch möchte ich im Moment keine Gesellschaft. Nun ja, jedenfalls nicht eure. Ich verstehe. Schönen Tag. Wie, schönen Tag. Müsste der nicht eine Quest geben oder sowas? Oder habe ich da was verpasst? Da läuft nicht zufällig noch irgendeine rum. Ha. Ich dachte, die geben eine Quest. Hier oben vielleicht? Nee. Vielleicht rede ich nochmal mit dem Flinken da oben. Warte, warte, warte. Die müssen doch eine Quest geben oder sowas. Oder muss ich irgendwas Bestimmtes finden oder sowas? Ich weiß nicht. Flinkerman. Hier steht nicht zufällig ein Dritter. Vielleicht die waren immer drin. Irgendwas Interesse? Nee, okay. Na gut. Komm ich halt später nochmal zurück. Die haben doch eine Quest? Oder bin ich die falsche Eigenschaft, also falsche Klasse? Kann auch sein. Naja. So, weiter zum Südtor. Wir haben ja mit den ganzen Leuten geredet und übrigens auch noch ein paar Kampffähigkeiten bekommen. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Südtor Obergeschoss. Wahrscheinlich gehen wir im nächsten Part mal in die frische Luft. Oha. Auch nix. Was sind das denn hier für Garderoben? Die Leute schlafen hier, haben nichts im Schrank. Sag mal, rennen sie nackt in die Schlacht oder was machen sie? Rennen nur mit Boxershorts oder Unterhose hier in die Schlacht. Wenn die nichts im Schrank haben. Ist das so sinnlos? Hier oben jemand. Wer bist du? Sepepepeloi. Was? Was habt ihr hier oben zu suchen? Ich sehe mich noch wenig um. Stimmt etwas nicht? Nein, alles bestens. Alles, bestens. Der kommt mir jetzt schon verdächtig vor. Da der, dieses, was? Vielleicht hat der irgendwas im Keller zu tun. Wer weiß. Also im Keller passieren merkwürdige Sachen. Und wenn es merkwürdig ist, ist das nie gut. Das habe ich eigentlich schon gelernt. Palmen, du hast Wichtiges zu sagen. Was könnten wir hier oben vielleicht tun, Herr? Penrith sagte, dass wir von hier oben eventuell von meinem Bruder gekommen was gesehen haben. Richtig, ja. Wir haben gesehen, von Ahul Räubern verfolgt, durchs Dorf gelaufen ist, er hat mächtig ihn geprügelt, war er verwundet. Er ist nicht so gelaufen, als würde es ihm Spaß machen, aber wenn ihr versteht, was ich meine, er wurde schon ein paar Mal verwundet, bevor ihn uns aus den Augen verloren ist, ist das alles. Ich habe auch gesehen, wie der Ahul kurz darauf vom Dorf weggerannt sind, sie sahen irgendwie Höllenangst aus. Das ist immer gut zu hören, danke für eure Hilfe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn die Ahul kurz die Corvus verfolgen und kurz danach wieder wegrennen, weil sie Angst haben. Also ich weiß nicht. Soren, du nochmal zu sagen, guten Tag, was kann ich machen, ich bin hier, Neuigkeiten. Euer Bruder, meint ihr, den Kerl, der gestern durchs Dorf gelaufen ist? Jo, war das mein Bruder? War es Leutnant Corvus von den Ylufrianern?
Jo, so sicher wie ich suchen heiße. Eine ganze Sturm Faust Ahu-Räuber war hinter ihm her. Immer wieder hat er sich umgedreht und ein paar von deinen Verfolgern ins Jenseits befördert. Ein Kämpfer wie kein anderer ist euer Bruder hier. Lebt er noch? Kann ich nicht sagen. Irgendwann verschwand er in der Gasse und seitdem habe ich ihn nie mehr gesehen. Danke. Anstrengend, ey. Versucht ihr mal ja so viel zu reden. Also ich bin nicht der Typ, zu viel redet. In der Garderobe, bitte war drin. Ey. Warum sollte man auch was reintun in der Garderobe? Hm. Und ihr was Wichtiges oder sagt ihr auch verschwindet? Aha. Okay. Hier unten gibt's nichts. Doch. Da setzt Callum nämlich ein, ja. Der sieht doch schon aus, so ultra wichtig. Oh, ein Schild, danke. Nehme ich immer wieder mit. Ein Schild kann man nie genug brauchen. Hier drin nichts, da drin nichts. Hier ist der Zauberer vom Sutor, glaube ich. Mit dem reden wir auch mal gleich, aber erstmal zu Callum. Callum. Wie sagt man das? Callum. Hallo, mein Junge. Was möchtet ihr von mir? Penrith hat gesagt, dass ihr mir vielleicht eine Auskunft für meinen netten, lieben Bruder geben könnt. Meint ihr Corvus? Wir haben gestern gesehen, wie er durchs Dorf gerannt ist. Er wurde von einer Meute Ahul verfolgt. Ist er ihnen entkommen? Lebt er doch? Unmöglich zu sagen, mein Junge. Er lief in der dunklen Gasse und wir verloren ihn aus dem Auge. Inzwischen haben wir einen Suchtrupp entsandt. Die werden mehr wissen. Ich glaube, sie wollen bei General Roth Bericht erstatten. Ist das alles? Können die mir sonst so was sagen? Ich fürchte nein, mein Junge. Geht zu General Roth. Die Wachposten werden euch bestimmt einen Einlass gewähren, da ihr Kraus Bruder seid. Da fällt mir ein, ihr solltet vielleicht auch den Zauberer Elazar aufsuchen. Letzter Zeit murmelt er öfter etwas vom Dorf in seinen Bart hinein. Seine Räume sind ein paar Türen weiter. Also jetzt aber noch zu General Roth wieder laufen. Na okay. Lest euch das selbst durch. Das lese ich jetzt. Jetzt haben wir schon zwei Leute, Penrith und der da. Ich habe Hauptmann Penriths Freund Callum getroffen und ihn gefragt, ob er eine Nachricht von meinem Bruder hätte. Seine Antwort hat mir noch mehr Kummer gegeben, als das, was ich von Penrith erfahren habe. Nicht nur das Overon. Oh, blöd, ich habe die Zeit jetzt gar nicht gelaufen. Doof. Naja. Haben wir durch sein Leben lief. Callum sagte, dass er von einer Meute Ahul-Plunderer verfolgt wurde. Er meinte, Corvus hätte sich tapfer gewehrt, aber klar unterlegen. Eine Patrouille von der Garnison am Südtor hatte sich zu seiner Unterlegen eine Patrouille von Arthur Rettung aufgemacht, aber sie hatte seine Spur verloren und musste sich zurückziehen, als die Char Ahul den Angriff erwiderten. Ein weiterer Trupp ist soeben und durchs Dorf zurückgekehrt, aber musste sofort zu General Roth Bericht erstatten. Hoffentlich lassen sie die Wachen zu General durch. Ich muss mehr erfahren über meinen lieben, netten, blöden Bruder, der mir so viel Text gegeben hat. Also ich lese das eigentlich mehr im Kopf lieber durch. Und dann sage ich, ah, wow, gut zu wissen. Aber ich lese das nicht alles laut. Das ist so anstrengend. Elazar. Hier, Zauberer. Ich habe euch erwartet. Ihr sucht bestimmt nur Neuigkeiten über Bruder, richtig? Ja, alles, was ihr mir sagen könnt, wäre mir eine Hilfe. Ich würde euch nichts erzählen, was ihr nicht von den Trotteln außerhalb dieses Raumes erfahren habt. Geil. Aber ich will euch sagen, dass ich die Lebensenergie eures Bruders spüre. Er ist schwach, aber lebt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass er irgendwas von mir verbergen will. Immer wenn ich versuche, euren Bruder genau zu ordnen, entschwindet er aus meiner Sicht. Aber ihr seid sicher, dass er am Leben ist? Das habe ich doch gesagt, oder? Ihr wolltet jetzt suchen gehen, nehme ich an. Aber natürlich. Ich kann meinen Bruder nicht ein Schicksal überlassen. Edle Gesinnung. Ich wünsche euch viel Glück bei eurem Bestreben, mein Junge. Danke. Ich freue mich über die Information, dass er noch am Leben ist. Ich habe es nicht gesagt, damit ihr euch freut, mein Junge. Ich habe es gesagt, weil es die Wahrheit ist. Die Chance besteht, dass ihr ihm vielleicht helfen könnt. Eine geringe Chance war, aber immerhin besser als gar keine. Es wird mir gelingen. Hoffentlich behaltet ihr recht.
und Sonnenfilm. Seid vorsichtig da draußen, mein Junge. Seltsam üble Wesen geht um. Danke, Zauberer. Also, der ist kein Zauberer, der ist ein Seher übrigens. So will ich ihn jetzt beschreiben. Elazar, der Zauberer, hat mir eine kostbare Nachricht gegeben. Und mein Bruder lebt noch. Also das wissen wir ja schon mal, unser Bruder lebt jetzt. Und der ist verschwunden. Der Seher am Südtor ist ein anderer Zauberer namens Elazar. Und er ist überaus unheimlich. Er wusste, was ich fragen wollte, bevor ich den Mund aufmachte. Er schien sogar meine Gedanken zu kennen, bevor ich sie geformt hatte. Von seinen beunruhigenden Wirkungen auf mich abgesehen, hat er bessere Neuigkeiten als alles, was ich bisher gehört habe. Er sagte, er könnte spüren, dass mein Bruder noch im Leben sei. Leider konnte er mir nicht sagen, an welchem Ort er sich befand, aber er wusste, dass mein Bruder verletzt war. Das hatte ich ohnehin vermutet. Die Erhol machen keine Gefangenen und wenn Korbos wohl auf gewesen wäre, hätte er bestimmt versucht, nach Avalon zurückzukehren. Ja. Also erstmal, Elazar, da er diese so Sachen so beschrieben hat, dass er Lebensenergie des Bruders spürt und so weiter. Hast du eigentlich noch was zu sagen? Nee. Da er das alles so beschrieben hat, wie der das die Lebensenergie spürt und alles, was ich sagen wollte und fragen wollte und was auch ich hieß, nehme ich einfach nur stark an, dass das ein Seher ist. Anders würde ich das mir auch nicht erklären. Ja. Und wir verkaufen erstmal diesen Schild. Und dann gehen wir nochmal zu General Rot. Oh Gott. So viel Gelaber, ey. Oh, also ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit dem Gelaber. Nur mit dem blöden Gerede. So viel. Nee, warte, du warst das. Immer der Blaue. So. Du kriegst ein Rundschild. Bitte, bisschen mehr Rüstung wäre auch nicht schlecht, ganz ehrlich. Ich habe jetzt eigentlich die maximale Beschränkung rausgeholt. Mehr geht nicht. Und auf verstohlen holen will ich nicht setzen. So, also gehen wir jetzt mal zu General Rot. General, ich komme. Die Wachen dürften mich jetzt rein theoretisch durchlassen. Ja, sie haben auch Platz gemacht. Wie viel Zeit bleibt es eigentlich noch? 7 Minuten dürfte passen. Aha, hier sind alle Generäle vom wichtigen Rang, ne? Oh, nee, Rot verfolgt mich. Ihr seid Corvos Bruder. Mein herzliches Beileid. Wie kann ich euch dienen? Oh, ein General, der sagte, ich kann euch dienen. Also, dem habe ich jetzt Respekt. Ich habe eine Nachricht von Callum am Südtor bekommen. Man hat gesehen, wie mein Bruder von Avalon durchs Dorf geflohen ist. Ich weiß, diese drei Ritter gehörten zu seinem Trupp, der ausgeritten ist, um nach ihm zu suchen. Sie haben soeben Bericht erstattet. Was gibt es denn für Neuigkeiten her? Eigentlich ist es umgekehrt, seine Nachricht. Die sind ins Dorf geritten und haben es abgesucht. Sie fanden Anzeichen von einem Kampf. Aber von eurem Bruder fehlt jede Spur. Wie ihr vielleicht wisst, nehmen die Ahul keine Gefangene. Wenn euer Bruder tot wäre, hätte man seine Leiche irgendwo im Dorf gefunden. Da vermuten wir, dass er noch lebt. Sucht ihr nach ihm her? Durch das Verschwinden von General Overons Trupp ist die Garnison fast leer. Und bei den Scharul herrscht rege Betriebsamkeit. Im Augenblick können wir es uns schlecht leisten, noch mehr Soldaten zu verlieren. Zumal es um Leben nun eines Mannes geht. Es tut mir leid, mein Sohn. Aber wir können keine Soldaten mehr riskieren. Nur Mut. Es ist nicht unterzukriegen. Wenn es jemand schaffen kann, Leben nach Avalon zurückzukehren, dann Corvus. Ja, wenn ihr Erlaubnis geben, bitte. Ich Bruder suchen. Uff, verstehe. Unter uns gesagt, ich hatte gehofft, dass ihr so etwas sagen würde. Du kennst mich doch nicht mal. Ich glaube, da lässt sich was machen. Ich stelle euch unter Mudams Befehl. Er ist der Meisterkundschafter. Und von ihm könnt ihr Erlaubnis bekommen, außerhalb von Avalon zu erkunden zu gehen. Seid euch aber sicher, dass ihr das machen wollt. Es ist sehr gefährlich draußen. Die Ahul-Patrouillen vermehren, seit dem Oberon mit seinem Trupp davongezogen ist. Achso, ich lese ja irgendwie so ein bisschen falsch. Ja, Herr, ich werde
nicht ruhen, ehe es das Schicksal meines Bruders wies. Na schön. Bringt diesen Brief zum Mutter, lasst euch Einwilligung, ich hoffe, die Ausbildung ernst genommen. Schönen guten Tag. Danke, Rot. Nicht enttäuschend, ade. Was haben wir eigentlich für Aufgaben? Bruder, Mo, Pflanze, Corvus, verschwunden, finden, Freeman, Stahl. Ich, Mudam. Abenteuer. Rot ist eine imposante Erscheinung. Der beruhigend zu wissen, dass die Verteidigung in seinen Händen liegt. Stolz drauf, gedient. Erlaubnis, Corvus zu suchen, dürfen immer für meinen Schutz stehen. Gut. Seite 11. Wir haben schon 11 Seiten des Buches geschafft. Vor wenigen Minuten traf ich General Roth. Wäre nicht die Sorge um meinen Bruder, ich wäre begeistert gewesen, von dem Held meiner Kindheit zu begegnen. General Roth war liebenswürdig und hilfsbereit. Er bewilligt mir die Versetzung von Hauptmann Avarus Rekruten zur Mudams Kundschaft an. Mudam wirkte so nett, als ich ihn traf. Ich glaube nicht, dass er wegen der Wechsel Anspruchs erheben wird. Nun kann ich hoffen, dass er mir Erlaubnis gibt, Avalon zu verlassen und Corvus zu suchen. Ja. Natürlich reden wir noch mit allen anderen, wie mit dem Charaktername Sir Balduf. Kennt ihr meinen Bruder? Hat er eigentlich viel zu labern? Tatsache, der hat doch gerade was Wichtiges. Achso. Der war ein Kundschafter. Ein Soldat namens Sir Balduf, der an der Suche nach Corvus im Dorf beteiligt, berichtet mir, dass man die Spuren einer großen Bestie in der Nähe einer Dorfbibliothek gefunden hat. Außerdem erzählt er mir, dass Sahul keine Gefangenen nehmen, die Soldaten von Corvus Leiche nicht gefunden haben. Könnte ja noch ein Leben sein. Der ist auch ein Kundschafter, das ist hier Angus, nehme ich an, da die alle hier stehen. Wart ihr mit meinem Bruder befreundet? Das nicht gerade. Ich habe mich nur gemeldet, um die Zitadelle zu kommen. Habt ihr da draußen irgendwas gesehen? Ein Haufen Werwürmer? Werwolf, Werwurm? Gebisch? Und ziemlich viele Spuren von der alten Kirche. Ich schätze, die Werwürmer haben die Toten gefressen. Ja. Was für Spuren? Wer weiß. Vielleicht Menschen, vielleicht Verhul. Ich weiß nur, dass in der alten Kirche etwas vor sich geht. An eurer Stelle will ich mehr fernhalten. Danke, wir werden auf jeden Fall dahin gehen. Hier steht das alles nochmal. Werwürmer ist sehr gut wie Werwolf. Ich glaube, ein Mensch, der sich zum Werwurm verwandelt. Coole Idee. Hallo, mein Junge, mein Name ist Kühner. Ich war ein guter Freund von eurem Bruder. Es freut mich, euch kennenzulernen. Habt ihr den Suchtrupp gehört? Ja. Ja, hab ich. Wir haben es auch abgesucht. Fanden aber nichts als Werwürmer. Wir haben eine ganze Menge davon getötet, ehe wir gingen. Es gab kein Zeichen von ihm. Tut mir leid, wir fanden keine Spur von ihm. Südlich des alten Turms des Zauberers hat es kurz vor davor einen Kampf gegeben. Aber wer oder was beteiligt war, konnte man nicht erkennen. Es hätte alles Mögliche sein können. Was? Südlich des Turms des alten Zauberers? Okay, muss mir merken. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Euer Bruder hat mich einmal davor bewahrt, ein Bein zu verlieren. Und stehe in seiner Schuld. Danke. So. Also, da war ein Kampf von Zauberer, da sind Werwürmer. Ja. Boah, oh, eine Kiste. Mal was Neues. Oh, ein Stock. Ein Goldring. Mana plus 2, das kriegt wenigstens was. Angriff plus 1. Nehmen wir auch mit. Ein Stock. Was ist denn das hier? Ach, der Befehl. Ja, diese Stock hier, das ist für Magier gedacht. Quetschen, Lehm, also. Ich bin ja kein Magier. Also zumindest habe ich nicht vor, 200 zu werden. Höchstens mit Heilung und sowas, aber. Mana, also Angriff legen wir. Was ist denn das? Mana plus 5. So. Ja. So. Was wir vor allem machen ist, unser Zimmer, da werden wir halt unsere, also wichtige Sachen aufbewahren.
Für das erste Kapitel. Dort werde ich dann alles hin platzieren, da da auch zwei Truhen drin waren. Also alles, was vielleicht später wichtig sein könnte, wie ein Buch mit Zaubersprüchen. Dort lassen wir es erstmal da. Und sonst im nächsten Part reden wir nochmal mit dem ganzen anderen Rest, der da oben rumsteht. Ja. Mit den anderen 3, 4, 5 Leute. Aber bis dahin sag ich mal Ade.